Nemesis höchstpersönlich. Willkommen zurück. Das Finale fing ja schon echt gut an. Hat riesig Spaß gemacht bisher. Und wir haben uns gewaltig angenähert, würde ich sagen, ja? Bin mal gespannt, ob da noch Verstärkung oder sowas in der Art kommt. Aber es sieht bisher wirklich gut aus für uns. Relativ stressfrei sogar. Schön geplant, geht alles so vor sich hin. Ich bin recht angetan. Scheint mir ein echt gutes Finale zu sein. Wir machen erstmal oben weiter, würde ich sagen. Dort können wir auf jeden Fall den hier schon mal zerbashen. Ohne viel Stress, glaube ich. Das hier ist direkt das Feld hier, ne? Einwandfrei. Sauber. Dann, Kriegerlanze, Donnerbrand, wie wir wollen. Können wir auch irgendwie mit einem Skill nochmal ausrasten hier? Nö, alles so relativ. Dann packen wir die Kriegerlanze aus, würde ich fast sagen. Da wäre eh Quatten. Let's go. Sie macht den Anfang und boxt ihn auch einfach so direkt um. Manuela im Hintergrund. Mit KP und Stärke. Jo. Passt. Einwandfrei. Kann ich direkt in den Wald hier reinstellen. Das ist wunderbar. So. Ob jemand immer noch irgendwelches Zeugs bekommt. Naja. Genau. Machen wir dich hier fertig mit Raphael. Das brauchen wir gar nicht. Was nehmen wir? Das Treffsicherste natürlich, klar. Das sind die Silberpanzer in der Plus. Dominique, das war's mit ihm auch. Alles klar. So. Und weiter geht's. Wie gefährlich seid ihr jeweils? 29 AG, 33 AG. Ah, Moment, du hast ein Kriegerschwert. Du hast nur ein Silberschwert. Top-Priorität hier drüben. Aber auch dich boxen wir einfach um. Radiowurst kommt wieder zum Einsatz. Bam! So macht das doch Spaß, würde ich sagen. Ah ja, da wird uns noch ein zweiter reichen. Das mal gut sein. Da hinten war bisher keiner. Das ist eigentlich verdächtig. So. Könnte doch jemand spawnen. Warum ist hier ein Bollwerk, was anscheinend unbesetzt ist? Gefällt mir nicht. Oder haben wir da schon jemanden umgeboxt, der sich genähert hat? Das könnte natürlich auch sein. Kriegerbogen auf den Typen. Dürfte in Ordnung gehen. Ja, da unten, da drüben reicht uns jetzt einer. Aber das sollten wir schon packen. Nice. Immer noch gut dabei. Ja, ohne dunkle Spieße ist das relativ harmlos an sich. Das wäre so eher was, was nervig wäre. Das Luin doch etwas besser nochmal geeignet. Mit einem Feuerbeben vielleicht sogar. Ja komm, hau drauf. Wenn ich jetzt wandern, ne? Eben. Müssen diese Sachen jetzt einsetzen. Ach ja, könnte es weiterkommen, hab ich. Ich hab bei dir jetzt keinen Skill drauf. Dann verlege ich dich mal mit... Okay, oder auch nicht verlegen. Aber auf jeden Fall komme ich so schon mal ran, das ist sehr gut. Zetef, du bist wahrscheinlich wieder stark genug dabei, oder? Ja, also ich meine, deine Trefferquote... In Ehren auf jeden Fall. Diamantaxt, die ist sogar relativ präzise hier. Aber ich kann auch mit Ukon Vasara einfach ausrasten über Helmspalter. Und das sind 100%. Let's go. Oh mein Gott. Aua. Den hat er in Grund und Boden zerstampft. Da ist nur noch so ein Haufen Asche übrig. Alles klar. Wir ruhen uns hier mal ein bisschen aus, oder? Das hier reicht völlig aus. Und vielleicht kommt Bernie sogar... Ja, du kommst weit genug, dachte ich es mir doch. Brauchst nicht einen Windschnitt, da reicht ein Feuer aus. Flop. Einfach Flop. Fertig. Jo. Erfahrung fördert Wachstum. Ich weiß nicht, ob ich dich wirklich wegbekomme mit Bernie, aber guck mal. Uns erreichen hier ein paar Leute, wenn wir das probieren. Also Vorsicht.
shall we? Aber sollte euch kein Problem darstellen. Sowas in der Art dachte ich mir hier fast. Mach ihn mit Feuer fertig. Und tschüss. Es ist so schön, diesen Range zu haben. Wunderbar. Good, but not enough. Okay. Ich glaube, du bist so gut wie tot. Zu 100% bist du tot. Tschüss. No time to slow down. Mensch, die beiden sind ein unglaubliches Paar. Magisch so versiert. So unfassbar fähig einfach nur. Der absolute Hammer. Dann hätten wir noch zwei Leute, die uns quasi angreifen. Der komische Typ, der Nimmerfehl-Replikat. Und du. Fraldarius hat aber nur ein Schild an sich. Aegis ist das, was das bringt noch zusätzlich. Und mein Gott, die Defensivwerte dieses Schildes sind da wirklich krass. Claude ist natürlich sehr defensiv stark, das ist keine Frage. Mit Schutz 35 sollte man eigentlich ganz gut gewappnet sein. Wir haben ja Distant Counter, dürfen wir nicht vergessen. Ich packe erstmal meinen Nimmerfehl aus und mache das hier. Sollte schon passen. Dann ist der Typ schon mal erledigt. Oh, mit Index sogar erledigt, cool. Da reicht mich nur noch einer, ne? Ist eigentlich sogar ganz gut gerade. Ah, nee. Ist das der Feldarius-Typ, der mich erreichen würde? Na, sowas. Naja, da kann ich dafür sorgen, dass du mich noch separat erreichst. Nee, Quatsch. Umgekehrt, wenn dann. Ja, kann Claude, denke ich, schon nach oben auch. Das ist kein Problem. Andererseits, du bist einigermaßen gut geschützt. Ich glaube, wir haben ja so viele Leute in der Nähe, sollte eh keine Probleme geben. Oder geht ihr auf Bernie? Also, kein Stress an der Stelle. Ja, sollten eh nur die halben Schaden machen, oder? Ach nee. Okay, never mind. Dann war es das mit ihm. Alles klar. So, wir probieren ihr Glück, aber keine Chance. Dem Tod könnt ihr hier nicht entrinnen. Ah. Der Bolganonen-Typ kommt auch. Und Leonie ist richtig wütend. Ah ja. Da ist er dann immer Fehltyp. Ordentlich Healing. Ich glaube, ja. Wir sind gleich da, Leute. Wir nähern uns dem Ziel gewaltig. In einem Tempo. Das kann sich doch echt sehen lassen, oder? Bist du so schnell unterwegs, echt? Dass du den so leicht umboxst? Hat er so eine schwere Waffe dabei? Leider kommen hier nicht direkt durch. Stärkung werde ich immer noch nicht nutzen, aber ja, alles zu seiner Zeit. Ganz entspannt. Wie weit kommst du? Mit dir könnt ihr auch nicht so viel machen, aber ich könnte dich auch nochmal so nach drüben stellen. Dann sieht die Sache anders aus. Könnt ihr sogar direkt so angreifen, aber das bringt uns wenig. Die Crit Rate vom Feind ist auch viel zu hoch. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber Zetaf und Flayne zusammen sollten das eigentlich ganz gut regeln können. Ja. Gute Kombi. Klassische Kombi. Let's go. Haben auch gleich einen Support zusammen. Zetaf gleich ein bisschen treffsicherer. Und dann ist der da unten auch kein Thema mehr. So. 100%, das wollte ich sehen. Ein starkes Band. Macht alles leichter. Okay, okay. Du, für dich haben wir alle Zeit der Welt, theoretisch. Ja, du hast recht. Sie müssen vorsichtig sein. Bei dir. Tiefer Fall. Das Rapier immer noch dabei, ist aber alles zu risky gerade. Das sollte man nicht auf die Spitze treiben. Da riskieren wir einfach zu viel. Vielleicht kann Marianne mit einem Purgativ weit genug kommen. Ich weiß nicht. Das. Na doch, du hast ja einen enormen Range gerade. Das ist ja richtig krass. Das könnte sogar klappen.
Erstaunlich. So nice of you. Ausgezeichnet. Das ist sehr, sehr gut. I want to learn even more. Tja, scheint, als könnten wir doch nochmal ordentlich vorwärts stürmen hier. Gehen wir ruhig auf die Crit-Rate, die bringt uns hier gegebenenfalls mehr. Schade. Keine Crits. Aber wir können uns Odess stellen. Kriegerlanze könnte angebracht sein. Wow, Odess. Ja gut, es ist Ingrid, die hält einiges aus magisch. Yes! Das wohl irgendwas bewirkt. Schattenschleicher sind dahin. Ach so, okay. Das hat er gar nicht gemacht. Waren wir zu schnell oder was? Mein Gott. Burn ja Damage bekommen, das gefällt mir sogar. Weil Vergeltung ist ja auch noch eine Sache, ne? Aber 44, wir sind schon ganz gut mit dabei. Ich könnte hier bestenfalls noch auf Crit Rate gehen, wenn ich das will. Was wahrscheinlich auch ganz klug ist. Mach das ruhig. Na komm. Yes. Sonst hätten wir noch eine Einheit mehr einsetzen müssen. Ah. Professor, Claude, all the subordinates to Nemesis have been eliminated. It took some doing, but now is our chance to face off against Nemesis. Okay, er bewegt sich aber immer noch nicht. Das ist aber auch erstmal ganz gut so. Wäre sonst eventuell ein bisschen zu viel des Guten zunächst mal. Mit Verlegung können wir den da oben auch so plätten. Und uns erstmal weiter annähern. Oder auch den plätten, je nachdem wie wir wollen. Freie Wahl, aber da kommt auch Claude noch ran. Dann kümmern wir uns darum. Kriegerbogen, let's go. Und bye bye. Ausgezeichnet. Und du bist auch erledigt. Nice. Freies Feld so weiter. Braucht da jemand ein bisschen Healing? Aber nur so ein bisschen was. Alles klar. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Ja, er ist der Einzige, der noch bleibt. Ich denke mal, sobald wir ihn angreifen, wird er sich wahrscheinlich auch bewegen. Bringen wir erstmal alle in Reichweite, würde ich sagen. Wir müssen ja auch gucken, dass wir ein bisschen was bewirken können hier. Steig ruhig ab, die Ödnis schränkt uns schließlich ein. Und Raphael gehört auch mit zu meinen besten Einheiten. Sollten wir auch einen Einsatz haben. Vielleicht kann Flaynen mal kurz sich krallen. Nee, ist noch zu weit weg. Aber Marianne kommt das unglaublich weit, ist kein Problem. Bring ihn noch ein bisschen nach unten. So, sieht das gut aus. Ja, einwandfrei. Mhm. Angenommen, ich benutze dann später Segen. Ich hätte da gern bei ein paar Einheiten zusammenstehen. Eventuell muss Raphael doch nochmal zu Pein greifen. Lass mal gucken, wie wir das dann machen. Oder Flayen benutzt. Ja, benutzt jetzt erstmal Stärkung. Oder? Ist das gut genug vom Range? Ja, können wir machen. Ist in Ordnung. Hat genug Leuten geholfen erstmal. Alles klar. Genau. Du kommst jetzt nicht ganz so weit, wie ich das ganz gerne hätte. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber wir können dich runterbringen mit Rettung. Kein Problem. Da ist er. So. Genau, ihr seid meine drei Einheiten, die jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen unterstützt werden hier. Denn wenn ich da jetzt mal mein
Ja, ist eine dumme Position eigentlich, um das zu planen. Jetzt wartet mal. Wir stellen ihn nochmal zusammen. Lucy auf jeden Fall mit Segen ausstatten. Das ist nämlich das, was ich jetzt vorhabe. Dann macht das doch so, dass wir Lorenz erstmal da reinstellen. Okay. Dann ist jetzt Segenszeit. Warte, was? Ach nee, du hast ja gar nicht. Oh Mann, wer hat das bekommen? Du hattest Segen von mir bekommen. Mensch. Wie peinlich. Okay, jetzt aber, Leute. Dann können wir ihn gemeinsam plätten. Kein Problem. Mensch. Notfalls können wir auch mit undurchdringlich auf jeden Fall noch arbeiten. Das ist auch kein Problem. Ah, du kannst ja auch direkt hier tanzen. Ist das schon mal erledigt? Dann haben wir dich auch gleich frei beim nächsten Mal. So. Damit sind wir jetzt erstmal mehr oder weniger unantastbar soweit. So. Passt also. Das erste. Einwandfrei. So. Das heißt, ab jetzt könnte ich dich theoretisch in renitenten Magie-Range bringen, ja? Jo. Können wir theoretisch. Kriegst halt übelst auf die Mütze. Triangle-Attacks können wir auch vorbereiten. Auf die Art und Weise. Wir müssen halt aufpassen, zwecks. Also er hat jetzt 2% Crit-Rate und das ist halt auf jeden Fall tödlich im Momentan. Gegen sie zum Beispiel nicht unbedingt. Er hat 55%, das heißt, er hat dann auch noch 25% übrig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir derart wenig Damage machen. Der Typ ist zäh bis zum geht nicht mehr. Und Luna ist wahrscheinlich unser bester Guess in dem ganzen Kampf hier. So ziemlich, ja. Weil damit können wir seine krassen Werte einfach gekonnt ignorieren. Das ist natürlich klasse. Und das wird wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen notwendig sein. Warte mal, eigentlich ist es so oder so doch so, dass du ja nicht zweimal Luna draufklatscht, dass es das war, oder? Dann ist das ja eigentlich schon die ultimative Strategie, die ich da gerade habe, ja. Der Typ macht ja sonst nichts, das lasst mal umrechnen, ich will mal kurz wissen. Du hast ja sonst absolut nichts, was uns irgendwie noch gefährlich wäre. Ja, ist mir egal, ist mir egal, ist mir auch egal, ist mir ebenso egal. Also in der Theorie können wir es so machen, ja. Wie sieht's mit Triangle Attacks aus, gegebenenfalls? Oder halt solchen Dingen hier. Ganz okay. Also das könnte man theoretisch auch noch vorbereiten. Triangle Attacks sind möglich, klar. Mache ordentlich Damage, ist kein Problem. Wie schnell bist du aktuell? 34, ne? Der hat jetzt 30. Warte mal, bist du mit Luna? Moment mal, ich will da mal kurz was rausfinden. Moment. Du bist ja jetzt auch 32, ne? Also eigentlich, streng genommen, reicht ja, du kommst auf 35 dann. Also ich meine, Leute, wir können es ja noch lustiger machen, oder? Ich meine nicht nur, dass du jetzt einfach alles aushältst. Du würdest ihn sogar one-rounden, oder? Nee? Hast du irgendwas, das Gegenangriffe blockiert? Wahrscheinlich, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber eigentlich... Wir persönlich sind doch vier höher. Ja, eben. Mit Luna. Kannst nicht einfach regeln. Achso, stimmt. Der Luna kann keine Folgeangriffe machen. Richtig. Das habe ich gerade voll vergessen. Ich bin ein Idiot. Klar. Wollten es ein bisschen balancen. Oh. Dann geht das, was ich vorhatte, nicht. Müssen wir mal kurz zurück. Ich dachte jetzt, ich kann es jetzt so richtig stylisch machen, aber das geht natürlich nicht. Schade. Naja. Aber ich kann es trotzdem einfach so machen, dass ich ihn quasi in einer Runde besiege, weil ich halt mit Tanz arbeite. Das geht natürlich schon. Hau drauf, du kannst nicht sterben. Leider hat sie auch keine Crit-Rate, also auch das ist nicht möglich. Oh lol, sie hat sogar pariert, das heißt, es hat Segen noch nicht mal getriggert. Ja, jetzt wird er sich bewegen. Er hat bestimmt noch Dialoge gegen andere. Das kann ich mir halt auch noch vorstellen. Wollen wir noch ein bisschen gucken, dass wir halt Dialoge mitnehmen oder so? Ich kann mit Begleichung dafür arbeiten. Das ist kein Problem. Ja, stimmt. Mit Begleichung wäre es doch stressfrei. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Ja, komm. Machen wir das noch kurz. Einfach ein paar Dialoge triggern so. Weil vielleicht kommt da ja irgendwas. Ich würde es ehrlich gesagt ganz gerne einfach rausfinden, ob das so ist.
Okay, nee, das ist anscheinend nicht so. Weil wir können ihn ja mit Bülow einfach dann auch finishen. Er hat jetzt gesehen, theoretisch kann man einfach zweimal Luna draufhauen und dann ist der Typ erledigt. So richtig unspektakulär. Aber der echt keine weiteren Dialoge. Ich dachte halt vielleicht, dass Flayn und so und Zetaf halt noch Dialoge haben, weil halt all ihre Geschwister abgeschlachtet wurden damals, ne? Well done. Da dachte ich jetzt vielleicht, da kommt noch was so. Ah ja, stimmt, du hattest da Segen. Ja, ist im Prinzip wirklich egal, was ich da drauf halte. Und du kannst mir jetzt eh nicht viel machen. Das finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt wirklich erwartet, ehrlich gesagt. Also... schade. Wie gesagt, einfach nur schade. Und er hat halt noch das Risiko, dass er eventuell gequittet werden könnte. Aber ich habe sicherlich auch ein Bataillon dabei, ne? Geht das schon? Ja. Nö. Hat Nemesis echt keine Dialoge? Das ist jetzt irgendwie enttäuschend, muss ich sagen. Ist für mich echt ein bisschen enttäuschend. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass der Typ noch ein paar Dialoge droppt. Aber wenn du jetzt Ingrid dazustellen würdest oder so. Weiß gerade gar nicht. Jetzt gar nicht mehr Flieger da, ne? Wie sag ich, wenn eine Tant ausgewählt ist? Da kann ich nicht die Delta-Attacke machen. Nee, das wäre krass, wenn das schon so zu triggern wäre. Gut, damit bist du eh schon fast jetzt erledigt, also können wir es auch ruhig anderweitig machen. Er würde aber an sich immer nur einen Damage machen. Achso, stimmt ja, weil er jetzt gerade, ja, richtig, das habe ich ja extra gemacht. Passt schon. Das haben wir ja draufgeklatscht. Also wenn du jetzt keinen Dialog hast, dann weiß ich auch nicht mehr. Mehr nicht wirklich. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Gut. Dann mache ich es jetzt so, wie ich es auch ursprünglich geplant hatte. Wir beenden das Ganze jetzt, ja? Mit einem Luna. Let's go. So, Kollege. I will keep making progress. Das war's mit dir. Keine 10 Züge hat's gedauert, meine Güte. That one seemed to work. We're almost done. Let's go, my friend. Ah. Zwei Steine. You are a foolish child. Tough talk from the guy who's lived too long. Allow me to fix that. We have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship, so we can open our true hearts to one another. That's how we win! Future historians will refer to this day as the new dawn of Fodlan. Of that, I have no doubt. It's up to you now, Teach. As for my path...
Jo, das war eine gute Sequenz. Oh Junge, war die gut. Holy. Hat mir so gut gefallen gerade. Einfach richtig gut schön im Team zusammengekämpft hier gegen Nemesis. Ein wahrer Traum war das. Mein Gott, ey, das hat mir richtig gut gefallen. Das hatte echt Stil gerade, das war schön. Richtig fies zusammengearbeitet und Claude halt einfach, ja, mit der Macht der Schwerkraft, was Claude? Ja, ja, da kennt er sich aus, ne? Auf dem Cover hat das mit der Schwerkraft drauf, ja, und im letzten Kampf auch, da denkt er sich einfach, jo, was man nach oben schießt, muss auch unten ankommen. Irgendwann trifft es den Nemesis schon, müssen wir den Moment richtig ausnutzen. Also im Prinzip auch wieder getrickst so ein bisschen. Passt einfach zu ihm, dieser Move. Eiskalt, aber richtig gut, ey, richtig gut. Das hat Spaß gemacht, sehr, sehr schön. Auch wenn das Finale für meine Ansprüche wieder viel zu leicht war. Also wirklich, das war ja, es war eines der einfachsten Finale aller Zeiten aus Fire Emblem. Also wow. Es gab eigentlich zu wenig Ansturm an sich, also zu wenige Situationen, die schwer waren. Also ja, aber gut, wie auch immer. Speichern wir mal, ja. Und ich denke mal, wir kommen dann am Ende ganz nahe gleich, ja. Letzten Sequenzen. A rising flame was alight as the flow of time carved a new history for Fulven. The ambitions of the Fel King Nemesis were crushed, averting what could have been the greatest crisis in the history of Fulven. After 5.5 years of war, a new age was set to begin. Country, faith, history. All that had once formed the order of the world was wiped clean. The heroes whose very hands saved Fodlan from a dark fate commenced with the building of a new society. The leaders of this new, unified Fodlan began their walk down a seemingly endless path. One towards a world that would cherish differences in race and belief. One where all life would be valued equally. Those leaders clung to the hope that their path would not end with Fodlan, that it would someday span the seas to Dagda and beyond the throat to Almira. Das Ende, was sich Claude erhofft hat. Und warum ich ihn auch so sehr schätze als Person. Weil er einfach weiter denkt als nur Fodlan. Schon immer. Macht ihn, finde ich, verdammt stark. Sorry to bother you, Professor. I know you're busy. You're going to be the new ruler of Fodlan after all. I'd just like a word. As you might imagine, I've been contemplating my future. Ha, und da haben wir ihn. Ist das jetzt unser S-Supporter? Dann fragen wir doch mal nach. That's what I'm trying to figure out. I've always seen myself as a servant of Lady Rhea, not of the church. Now that she's gone, I'm lost. I don't know what to do. I suppose I could go back to Fargus and take up the Karen name again. But that's not what I want. I'd rather not be tied down by my family name. Tja, dann muss wohl alles beim Alten bleiben. Oder nicht. It wouldn't feel right, falling back on knighthood simply because it's what I know. It would be different if I had a reason to continue being a knight. Aber ist das jetzt, ich meine, sie hat gerade gesagt, Rhea ist jetzt wirklich weg. Heißt das, die ist dann jetzt wirklich gestorben gar? Oder was? Oder ist jetzt Rhea einfach nicht mehr im Kloster, wie wir es quasi gar übernommen haben? Oder was? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Well... If you told me you wanted me to remain a knight, that would be a good enough reason. Or if you said you wanted me to stay by your side forever. Or if you said you wanted to get married, for example. Wie sie das rüberbringt, das ist halt super. So Beiläufe. Ja, das wäre vielleicht auch eine Überlegung. Okay. Wait, are you being serious? You are. Was war das, was sie nie bekommen hat? Catherine, whose very name frightens little children. Who knows what I might do to you? Was auch lustig ist, Catherine hat es ja auch immer gesagt, dass ich damit überhaupt nicht auskennt mit solchen Dingen. Das finde ich immer lustig. Eiskalte Kämpferin, aber das
haut sie jetzt, glaube ich, von den Socken. I'm no good at cooking or sewing or anything remotely domestic. Why me? Oh Gott, das war schon klischeehaft, aber von mir aus. You love me. I'm glad. As for me, I love you too. Deeply. I never expected things to turn out this way. But now that they have, I'm certain I wish to remain a knight and stay by your side. Will you accept? Good. After all, swinging a sword has been the only life I've known. But from now on, the power of Thunderbrand is ours, not just mine. For now and forever, you can't escape me. I hope you're ready. Ich finde das Endbild echt cool. Eine richtig herzhafte Umarmung, richtig happy. Sieht ja überglücklich aus auf dem Bild irgendwie. Okay. Witzig. Oh. Ach, Kampfdaten, na gut, wie auch immer. Und das ist jetzt erstmal relativ. War an sich ja quasi ein Blind Run an sich, ne? Also keine spektakulären Zugzahlen zu erwarten an sich. Man sieht nur noch mal ein bisschen die Helden und so. Das hat alles Spaß gemacht. Aber natürlich werden den nächsten Run auf Extrem spielen. Das ist ja logisch. Absolut. Nachdem ich lang genug gesagt habe, mir passt die Schwierigkeit nicht so ganz in den Kram. Ne? Natürlich. Dann ändert sich was. Hat ein bisschen gedauert, aber ich bin sehr froh, dass das Update doch recht zügig dann noch kam. Ich wurde schon mit der Zeit ein bisschen skeptisch, aber sie haben es schnell genug gedroppt. Und dementsprechend kann ich eigentlich noch nicht final etwas zur Schwierigkeit sagen. Für die Definition von schwer in Fire Emblem finde ich es trotzdem zu einfach, ja. Also, es ist nun mal der Schwierigkeitsgrad schwer. Und wirklich schwer ist er nicht. Ist ein bisschen wie Awakening schwer, was eigentlich auch recht einfach ist vergleichsweise. So. Habe ich da den Eindruck. Also, da wäre mehr gegangen, denke ich. Aber wie gesagt, kann ich nicht so sehr werten. Aktuell ist problematisch. Auch kenne ich jetzt natürlich nur diese Route, aber die hat mir mega gefallen. Und Claude werde ich schon ziemlich im Herzen behalten, weil ich finde, das ist ein echt vernünftiger Typ, ja. Mag den unglaublich gerne als Protagonisten. Er ist super intelligent. Tipp top. Ebenso schätze ich aber Edelgard als Antagonistin. Das wurde mir ganz gern falsch in den Hals gelegt, dass ich Edelgard haten würde, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe ja nur die goldene Hirsch-Edelgard kennengelernt, ja. Und alle Personen werden sich irgendwo ein bisschen anders entwickeln. Das ist ja völlig logisch. Auch wenn ich es natürlich immer als kritisch achte, wenn es eine Tendenz gibt, sich so zu entwickeln wie hier, kann man auch schon ein bisschen grenzwertig sehen, so. Aber wie auch immer. Das nur am Rande, ja. Tatsächlich schätze ich sie als Antagonistin sehr einfach, weil sie wahnsinnig interessant ist, ja. Und das schaffen nicht so viele Antagonisten. Also das gibt halt schon mal Pluspunkte. Und man kennt halt nur eine Seite so. Und Dimitri kann ich fast gar nicht einschätzen, weil der kommt bei den Goldenen Hirschen ultra kurz, wirklich. Wir sahen, wie fertig er war und das war es auch schon so ziemlich. Oh Gott, da kommt erstmal so 3 Schlachten, 2 Siege. Uff, da Rhea nicht länger dienen konnte, wollte Cyril die Kirche verlassen, doch man überzeugte ihn beim Wiederaufbau des von ihm stets gepflegten Klosters zu helfen. Dank seines Fleißes konnte die Militärakademie einige Jahre später wieder die Pforten öffnen. Als die neuen Studenten in die Hallen strömten, befand sich auch Cyril unter ihnen. Okay. Und Jamir. Aber von den Einheiten hat er eventuell mehr sehen, in anderen Routen müssen wir mal gucken, ne? Klar. Nicht lange nach dem Krieg verschwand Jamir aus der Armee. Man hörte es nie wieder von ihr. Doch viele Jahre lang munkelte man über eine mit dem Bogen versierte Diebin, die stets nur von jenen raubte, die es auf die Unschuldigen abgesehen hatten. Na sowas. Eigenartige Entwicklung. Ach, und Flayne, die schlafende Prinzessin. Flayne verschwand bald nach dem Krieg und alle Beweise ihrer Existenz verblassten mit der Zeit. Viele Jahre später erschien in Fotlan, das sich seitdem sehr verändert hatte, eine junge Frau. Während sie den Mann anblickte, der neben ihr stand, fragte sie sich, ob sie ihn in dieser neuen Zeit endlich Vater nennen dürfte. Ach so, haha, wir haben es geschafft, Leute. Das gemeinsame Ende, Hannemann und Emanuela. Jetzt bin ich aber neugierig hier.
Nach dem Krieg feierten Hannemann und Manuela ein großes Hochzeitsfest, zu dem alle ihre Studenten eingeladen waren. Als Gelgmach einige Zeit später wieder aufgebaut war, öffnete die Militärakademie endlich auch wieder ihre Pforten. Sie nahmen nun alle Studenten auf, unabhängig von ihrem Status. Manuela und Hannemann kehrten als Lehrer an die Akademie zurück. Beinahe als wäre nichts gewesen, erfüllten die Hallen mit ihren Neckereien auf eine Weise, wie es nur Ehepaare vermögen. Ja, ihre Beziehung spornte einige ihrer Kollegen ebenfalls zur Romanze an der Militärakademie an. Und nein, jetzt kann ich den Rest gar nicht lesen, schade. Oh, Leonie blieb jetzt auch allein. So ein paar, aber es ging halt nicht alles auf, klar. Leonie schloss sich dem vormals von Sherald geführten Söldnern an. Als sein erster und bester Lehrling übernahm sie die Führung und erbte schließlich seinen Titel als Klingelzerbersterin. Bald galt sie als Sherald II., da sie auch eine Trinkgewohnheiten übernahm und in jedem Wirtshaus anschreiben ließ. Wow. Ja, wir haben es auch hier geschafft mit Ignaz und Marianne, sehr schön. Ist ja auch alles so geplant. Marianne kehrte nach Hause zurück, wo ihr Adoptivvater sie mit offenen Armen empfing. Er kannte ihre Weisheit und ihr Talent und bildete sie aus, damit sie später seine Nachfolge antreten konnte. Während dieser Zeit traf sie zufällig wieder auf Ignaz, der seine Familie davon überzeugt hat, die Welt als Künstler bereisen zu dürfen. Marianne unterstützte seine Arbeit von ganzem Herzen und kurze Zeit später war sie nicht nur von ihren Porträts und Landschaften zaubert, sondern auch von seinem Charakter. Als Fürstin und Künstler waren sie zwar ein ungewöhnliches Paar, aber lange nach ihrer Heirat wurden ihre Liebesgeschichten in Theaterstücken verewigt. Oha, na sowas. Okay, Hilda und Zetef. Auch witzig, war aber auch geplant von mir tatsächlich. Ja? Nach dem Krieg widmete Zetef sich dem Wiederaufbau der Kirche. Er schrieb weiterhin Fabeln für Kinder, doch schließlich verging ihm die Lust daran, da er keine guten Illustrationen für seine Geschichten fand. Als Hilda davon erfuhr, kam sie nach Gelgmach und bebilderte einige von Zetefs neuen Geschichten für ihn. Die nun fertigen Fabeln wurden im ganzen Land verbreitet und die Kinder, die sie liebten, gaben die berühmten und beliebten Werke an ihre eigenen Kinder und Kindeskinder weiter. Seht ihr die Geschichtsschreiber von Fotland? Ich sag's euch hier, ja? Die Märchenschreiber. Wie die Gebrüder Grimm quasi. Und das hier war auch geplant von mir. Yes. Als Bernadetta die Führung von Haus Wali erbte, blieb sie zunächst im Verborgenen und wagte es nicht, sich in politische Angelegenheiten oder in die Staatsverwaltung einzumischen. Schließlich tauchte Raphael auf, der sie ermutigte, an ihrer Angst vor Menschen zu arbeiten. Ihre Tage danach war diese Zeit mit Bernadetta äußerst schwierig und oftmals auch schmachvoll, aber letztlich hatte sie doch das ersehnte Resultat. Das Oberhaupt von Haus Wali wurde schließlich zu einer extrovertierten und respekteinflößenden Persönlichkeit, die aktiv am politischen Leben teilnahm und später einen sehr muskulösen Mann, wie auch immer. Meine Güte, das ist manchmal ein Tick schnell, das ist aber meistens so. Gemma, Lorenz und Lucy, auch das war geplant. Als Oberhaupt des Hauses Gloucester steckte Lorenz viel Energie in den Wiederaufbau seiner Ländereien und war später stark in der Politik Fotlands involviert. Auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere verkündete er schließlich seine Verlobung mit Lysithia. Ob schon die einzige Tochter des führenden Fürsten Ordelius auf ihren Adelstitel verzichtet hatte, freute sich das Volk für ihre Verbindung. Sorge um ihre Gesundheit trat sie zwar kaum öffentlich in Erscheinung, doch das heißt, sie habe Lorenz Politik maßgeblich beeinflusst. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch sehr intelligent. Und auch das war geplant von mir, sehr schön. Claude und Ingrid. Claude vertraute die Zukunft Fotland seinen Freunden an und begab sich mit seiner zukünftigen Gemahlin Ingrid nach Almira. Oh! Als er dies seinen Vater verkündete, dem König von Almira, lobte dieser Claudes Reife und Ingrids Aufrichtigkeit und beschloss, ihm die Monarchie anzuvertrauen. Sogar nach der Thronbesteigung stritten sich Claude und Ingrid häufig. Doch auch wenn die Königin den fliehenden König häufig durch den Palast jagte, es waren doch die vielen gemeinsamen Kinder ein deutliches Zeichen ihrer Liebe. Oha! Meine Güte, ist ja richtig krass hier. Dämmerungskönig sind wir jetzt. Aha! So. Als Chris den Thron als erster König des vereinten Fotlanden bestieg, gab er seine Hochzeit mit Catherine bekannt. Wenn der König sich auf den Wiederaufbau konzentrierte, diente Catherine als seine Leibwächterin und zog mit den Truppen für ihn in die Schlacht, wenn es nötig war. Mit ihren wachsamen Augen brach für Fotland ein neues Zeitalter des Friedens an. Das heißt, dass der König Fotlands zwei Waffen hatte: das Schwert des Schöpfers und seine furchterregende Gemahlin. Nice. Das ist ein cooles Ende. Das ist echt witzig. Okay. Lol, was für ein Ende. Das war echt amüsant, dieser letzte Eintrag. Und da kommen jetzt die richtigen Credits auch, klasse. Ich musste nochmal herrlich lachen bei manchen von diesen Einträgen. Und ich bin mal gespannt, was ich da sonst noch so alles zu lesen bekomme. Ich meine, das ist ja wieder schön, dass das alles so richtig schön individuell ist, ja. Je nachdem, was man so zum Schluss eben an Paaren hat. Das ist immer eine Detailverliebtheit, meine Güte. Viele würden sich da gar nicht die Mühe machen. Und erhöht natürlich auch den Wiederspielwert, das ist klar. Aber es ist generell, ne? Ein Fire Emblem sollte im Normalfall einen hohen Wiederspielwert haben. Gutes Gameplay, ja. Und eben diese ganzen Möglichkeiten der Anpassung sollten das eigentlich ausmachen, so. Generell, ich glaube, der Wiederspielwert bei dem Spiel ist immens. Ich habe auch schon ums Eck mitbekommen, dass anscheinend wirklich viel mehr Entscheidungsfreiheit da ist, als man tatsächlich denkt.
Weil natürlich gibt es offensichtlich die Partwahl und so. Es gibt noch sehr viele so kleine Sachen, die auch bei Charakteren anscheinend noch so ein bisschen was beeinflussen können und so. Vieles, was ich jetzt natürlich im Detail nicht kenne, zwecks Spoilergründen, aber der absolute Hammer. Auch was man mechanisch jetzt so alles gemacht hat und nochmal erweitert hat. Ich finde Bataillone so unglaublich sinnvoll. Die machen halt taktisch einfach so viel Sinn. Das ist halt fantastisch, ja. Dass du mit Strategien alles machen kannst, ja, an Zügen. Es macht so irrsinnig viel Spaß. Es ist grandios. Man kriegt sehr viel Geld im Spiel, meiner Meinung nach, fast ein bisschen zu viel. Also mit den Kampfpunkten zum Schluss wurde es halt echt ein bisschen krass viel. Weil ein Problem des Spiels ist, dass die Maps, also die Map-Vielfalt ist viel zu gering. Ich weiß es nicht, ob es bei den anderen Routen noch anders ist. Es gab zum Beispiel keine einzige Schneemap. Ist das richtig? Das ist irgendwie echt traurig. Ich liebe Schneemaps, ja. Wo sind die Schneemaps? Ernsthaft. Weil, wenn ich jetzt zurückblicke, was war das letzte FE, wo es keine Schneemaps gab? Selbst Echoes hat mit DLC sowas wie, eine Schneemap im Prinzip, ne? Nee, Quatsch, nicht mal nur mit DLC. Streich das. Wir haben ja noch eine sehr coole, krasse Schneemap zum Schluss. Nevermind. Also, ja, das heißt, es gibt da keine Lücke bis, ich glaube, FE8 tatsächlich, ne? Ich glaube, FE8 hat keinen Schnee. FE7 und FE6 haben wieder Schnee. Also, ja. Es gab lange schon keine FE-Maps, keine Schneemaps. Das ist jetzt irgendwie ein trivialer Punkt, oder? Dass ich mich über fehlende Schneemaps aufrege. Aber Map-Vielfalt im Generellen ist halt ein Problem in einem Spiel. Viel zu viel Recycling, was das betrifft. Obwohl die Grundmechaniken und so alle echt gut sind, die funktionieren gut, hat eine Menge Spaß, kann sich da austoben. Du kannst halt ultra viel optimieren. Und ich mag das, ja. Ist schön, wenn du so viel optimieren kannst an sich, ne? Strategisch ist das schon echt gut ausgereift, denke ich. Grafisch hat das Spiel seine Tücken. Es ist, die Cutscenes sind wunderschön, ja, aber abgesehen davon, was dem Spiel erstmal fehlt, ist Texturenqualität und Kantenglättung. Das sind die zwei wesentlichen Aspekte. Das Spiel benutzt noch die alte Koei Tecmo Engine, die schon in Warriors zum Einsatz kam und sogar in Hyrule Warriors. Ich selbst Data meine ja, ich habe auch ein Hacking Toolkit für Heroes, für Three Houses geschrieben. Und unter den Leak-Daten unter anderem waren zum Beispiel sogar noch Daten zu Hyrule Warriors in der Engine drin, ja. Also ja, das Ding ist alt und sollte mal ersetzt werden. Das liegt jetzt an der Zusammenarbeit mit Koei Tecmo und das merkt man auch deutlich. Koei Tecmo ist normal sehr grob. Die sind nicht so auf Polishing aus vielleicht wie Intelligent Systems. Und das merkst du halt am Grafischen tatsächlich sehr krass, ja. Also die sollten mal ordentlich investieren in eine vernünftige Engine. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber gut, das ist jetzt ein technischer Aspekt, klar. An sich, ästhetisch ist es durchaus, aber ja, es ist relativ detailverliebt, aber kann dieser Detailverliebtheit nicht gut ausspielen, weil die grafische Qualität an sich teilweise zu niedrig ist. Und wie gesagt, wesentliche Aspekte, Kantenglättung, Texturqualität, das ist so das, wo es wirklich hakt. Gerade in dem Artstyle gibt es halt einfach schon sehr viel Besseres. Muss man einsehen, ja, ist einfach so. Guckt euch zum Beispiel mal Tales of an oder so, das sieht halt schon echt besser aus. Aber wie auch immer, ist nicht so schlimm. Weil der Rest des Spiels wirklich gut ist, ja? Schwierigkeit kann ich schlecht beurteilen, weil Lunatic muss ich spielen. Das werde ich erst nach, wenn ich einen Lunatic Run abgeschlossen habe. Dann sind wir damit soweit durch, ja? Ansonsten, Soundqualität ist gut, freut mich, alles gut abgemischt und so. Gibt so ein paar Stock-Sounds, wie bei den Pferden. Das zählt auch, aber never mind. Musik, Soundtrack ist Bombe. Aber ich halte Awakening Fates immer noch ein bisschen höher und auch Echoes, finde ich, kommt da nicht ganz ran. Oh, guck mal, da ist Joe Ziecher. Ja, wisst ihr, Joe Ziecher ist awesome. Darf ich das mal kurz sagen, ja? Weil wenn wir bei Soundqualität sind, die Synchronsprecher sind der Hammer. Ich liebe alle Synchronsprecher aus dem Spiel. Schaut euch diese Liste jetzt genau an, ja? Edit sie auf Twitter oder was weiß ich, weil diese Synchronsprecher sind mega, ja? Und dann gibt's wieder irgendwelche Leute, ja. Ich spiele das nur auf Japanisch, kann man sich dann in englischen Kram gehen. Diese Sprecher sind gut, sie vermitteln ihre Emotionen richtig. Ja, du merkst auch, dass die richtig Spaß dran haben, dass es gute Sprecher sind. Es gibt kaum etwas, was mir negativ aufgefallen ist. Nur irgend so ein komisches Kind mal im Kloster, was ich irgendwie komisch vertont fand. Das ist alles, ja. Hier ist auch Patrick Seeds, ja, der ist auch richtig cool. Also bitte. Ja, das sind alles richtig coole Leute. Muss man einfach mal sagen. Und das sind wirklich Leute, nee, ohne Witz, ich weiß gar nicht, die wählen ihren Cast so gut aus, aber die Leute, die bei Fire Emblem mitarbeiten als Voice Actors, die haben ja riesig Spaß dran,
Und es gibt halt wirklich viele, die auch auf Twitter total aktiv sind, mit der Fanbase interagieren und so, regelmäßig auf Conventions gehen. Und wirklich, diese Rolle gehört so zu ihnen, ja. Das ist denen auch wichtig und das sind auch im Normalfall keine No-Names. Guckt euch die Referenzen an. Da könnt ihr staunen, was da teilweise dabei ist, ja. Die haben wirklich, wirklich gutes Voice-Acting bei dieser Reihe inzwischen. Und ich finde das immer total unfair, diesen Voice-Actor einfach gegenüber, wenn man das halt so sagt. Wenn man ja selbst ja Japanisch könnte und so und das deswegen hört, never mind, ne? Verstehe ich immer voll und ganz. Aber immer nur Japanisch werden, weil es klingt halt exotisch, klingt das schöner, ne? Das ist immer so ein dummes Argument, meiner Meinung nach. Oder wenn es euch persönlich besser gefällt, dann stellt zumindest nicht so in den Raum, als wäre das die ultimative Meinung. Ich mag sowas überhaupt nicht, ey. Dann könnte ich die Krise kriegen, weil es ist halt ein Bullshit-Argument in meinen Augen, ne? Aber wie auch immer, kleiner Rant an der Stelle. Und weil wir gerade bei Soundqualität waren, hat es halt ganz gut gepasst, weil ich liebe das Voice Acting. Und die haben so eine gute Arbeit gemacht. Und das Spiel hat so ultra viel einfach. Ihr müsst bedenken, was das für eine Dialogmasse ist. Und die haben das alles vertont. Und Intelligent Systems ist kein AAA-Studio, ja? Und für die ist das ja, das müssen Kosten gewesen sein, ja? Die müssen da echt viel ausgegeben haben. Und deswegen ist das unglaublich, was die da geleistet haben. Und tipptopp, wirklich. Also, bin da ganz hin und weg. Also, das Voice-Acting war super. Wirklich. Obwohl ich mir japanische Synchro auch noch anhören werde, sicherlich. Aber, ja, ich finde die englische Synchro halt wirklich, wirklich gelungen. Generell, Lokalisierungsqualität ist auch sehr gut. In Echoes hatten wir wieder eine bessere Qualität. Echoes wurde von 8.4 übersetzt. Das sind wirklich absolute Profis, ja. Die sind so sehr angesehen, also das ist ein Industriename, da sagt einen was, ja, wenn du ein extra Lokalisierungsteam beorderst. Ich weiß, ich muss mir das hier im Detail tatsächlich nochmal angucken in den Credits, aber auf jeden Fall ist die Qualität der Lokalisierung sehr gut. Es gibt so in dem Fire Emblem-Bereich auch so ein paar Leute, die viel Erfahrung haben in Sachen Lokalisierung und so und die ganz gerne mal Game-Texte, also die ganzen Texte analysieren und so, auf Sprache und auf Unterschiede. Und in dem Fall hat man festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr nahe dran ist und halt im Normalfall das Japanische perfekt trifft, ja. Jetzt gab es zum Beispiel so ein Bullshit-Argument, weil sie bei Bernadetta leicht was abgeändert haben. Da wurde nämlich im Englischen und Deutschen, wenn man will, so minimal was dazu gedichtet, aber es hat im Prinzip nur ihren B-Support vielleicht, ja, es hat die Grundaussage nicht verändert und da gab es jetzt so einen kleinen Shitstorm und die Leute wussten gar nicht, über was die zum Beispiel da eigentlich wirklich reden, weil im Endeffekt wurde es näher an die VA angepasst, also ans Voice-Acting-Script und an die tatsächlich ist, so wie sie es verändert haben, ist eigentlich sogar noch näher am Original quasi dran und das vorher war eigentlich auch schon total nah dran. Das war quasi nur so Optimierungsgeschichte. Da gab es jetzt einen Shitstorm zum Beispiel, also was sich Leute aufregen könnten. Unfassbar, ne? Könnte ich schon wieder die Krise kriegen. Ich mag das sowieso, dass das Spiel sehr viele düstere Themen hat. Das merkst du total. Wir haben depressive Charaktere, ja. Und, oh Gott, es gibt, ich meine, Rassismus, den ganzen Kram, ja, es spielt alles eine Rolle. Sehr viel politische Messages sind da drin in einem Spiel, die aber an sich alle ganz gut sind, die ich so unterstützen kann auch. Und generell, der Cast ist halt wirklich lebendig. Wisst ihr was? Worldbuilding, habe ich immer gesagt, ist die größte Stärke mitunter des Spiels und das stimmt. Es fühlt sich total harmonisch an. Also, es ergibt Sinn, wie alles aufeinander abgestimmt ist und so, ja. Man erfährt eine ganze Menge, wenn man das möchte. Vieles davon ist auch einfach optional, wenn du in die Bibliothek gehst oder so. Klar, das ist dann halt ein fetter Infodrop, aber ist ja wie gesagt optional, also stört es niemanden, denke ich. Ich fand, dass das Pacing gut war. Wenn Fragen offen waren, waren die total spannend und man hat sich ständig gefragt, was es damit auf sich hat. Wurde aber im Normalfall wirklich gut aufgelöst, ja. An Momenten, wo ich mir dachte, jetzt sollten sie wirklich mal rausrücken und genau dann kam es auch, also genau richtig gemacht. Wirklich schön. Das hat mir auch Spaß gemacht, so. Also das haben sie wirklich gut gemacht vom Pacing. Und generell, storytechnisch finde ich es sehr gelungen. Ich finde, ich würde es persönlich direkt unter FE4 und FE9 und 10 zusammen ansetzen, ja, weil die betrachte ich nur zusammen, diese Spiele, wenn es um Story geht. Nie getrennt. Sonst wären sie auch drunter. Aber das bedeutet, dass es in der oberen Liga der Fire Emblem Stories spielt, an sich, meiner Meinung nach. Ja, ich fand's auch gar nicht so krass klischeebehaftet oder so. Die Antagonisten sind an sich ja gut geschrieben, ne? Ich muss aber noch mehr dazu sehen. Das Problem ist, Story jetzt zu bewerten, damit würde ich dem Spiel nicht gerecht werden, weil ich könnte quasi nur 25% der Story bewerten. Wenn man es streng gesehen ist, das so, also theoretisch ist das wahrscheinlich ein gutes Stück mehr, aber hier ist schon sehr viel erfährt und
Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall werde ich nicht die ganze Story hier analysieren können, an dem Punkt. Schluss aus Ende. Also es bringt gar nicht so viel darüber zu verlieren. Mir kam es bisher aber wirklich gut vor. Bis zu dem Punkt, ja. Wo ich jetzt stehe. Wo ich eine Route quasi abgeschlossen habe. Genau. Kann man so stehen lassen. Ja, und Gameplay habe ich am Anfang gesagt. Alles schön, nur die Schwierigkeit kann ich gerade nicht bewerten. Die ist aber an sich schon sehr wichtig. Das werde ich dann bei Lunatic nochmal machen. Nach nächsten Run steht das dann aus. Ja, da wird Schwierigkeit bewertet. Da ist das Ende. Aber wirklich von den ganzen Möglichkeiten. Und es ist ein wirklich gutes Fire Emblem Spiel. Generell ein sehr gutes Spiel. Also, hat mich sehr fasziniert. Ich hatte immer richtig viel Spaß an der Aufnahme. Ja, immer richtig Bock aufzunehmen. Ist immer ein gutes Zeichen. Weil es gibt Spiele, da bist du auch mal, wenn du ein LP machst, halt, dann sitzt du mal davor und denkst so, oh, jetzt noch mal ein Part. Naja, ich weiß ja nicht. Ich hätte jetzt gerade doch mal vielleicht Bock, was anderes zu machen. Hat mir das Spiel eigentlich nie gegeben, dieses Gefühl. Das ist ein Spiel, da hatte ich immer Motivation, weiterzumachen. Und das ist wirklich gut. Also das ist dann schon ein echt gutes Zeichen. Okay, ich kann noch ein bisschen auf Community eingehen. Ja, was ich ein bisschen schade fand, es ist ultra viele Spoiler-Kommentare, ja. Bis zu dem Punkt, dass ich mehrere Leute mit beordert habe, die Kommentare auszusortieren für mich. Extra, ja. Und ich stellenweise halt auch total inaktiv wurde bei den Kommentaren. Nur, dass halt, ja, dass ich halt ja nicht noch weiter gespoilert werde. Also, das hat mich mega geärgert. Da muss ich wirklich sagen, das lief nicht so gut. Und dass man Aussagen so ein bisschen verdreht, das fand ich auch nicht in Ordnung. Weil, wie gesagt, jetzt zum Beispiel vor allem im Edelgard-Szenario, ich konnte halt eigentlich nur diese Seite jetzt bewerten. Das habe ich eigentlich, denke ich, auch klar genug ausgedrückt, dass ich jetzt gerade Golden Deer Edelgard kritisiere, ja, für ihre Handlungen und mir irgendwann eine Gesamtmeinung bilden werde. Und ja, das wurde irgendwie so ein bisschen falsch aufgefasst, habe ich den Eindruck. Und vor allem verdammt viel Backseat Gaming. Leute, das Spiel wurde geruhlt wie sonst was. Ich meine, ich hätte aus Langeweile vielleicht doch einen LTC draus machen können und dann alles irgendwie so in wenigen Zügen abschließen können, wenn ich Bock drauf gehabt hätte, ja. Also, an Schwierigkeit ist schwer halt nichts, ja. Das ist ganz weit unten. Also, ich meine, das Spiel ist so leicht, dass es irgendwo ganz unten dabei ist, so wo man Sacred Stones auch einordnen würde vielleicht. Also, eines der einfachsten Fire Emblem-Spiele aller Zeit, wenn man jetzt auf den Schwierigkeitsgrad schwer sich fokussiert, ja. Das muss man wirklich sagen. Und sorry für alle, die jetzt neu einsteigen oder so, und denken, was, ich kann das so beurteilen, ich hatte voll die Probleme. Macht euch nichts dabei, ja. Ich bin ein Spieler, ich spiele Fire Emblem so lange schon, ja. Das ist halt echt krass. Also ich spiele seit über 10 Jahren, spiele ich Fire Emblem sowieso schon. Also noch ein paar Jährchen länger sogar. Irgendwann kann ich mal 15 Jahre Fire Emblem-Erfahrung feiern. Jedenfalls, seit der Kanal existiert im Prinzip auch täglich. Selten wirklich mit Pausen dazwischen. Und das könnt ihr halt nicht vergleichen mit einem normalen Spiel, muss man auch sagen. Ja, das ist einfach realistisch, ja. Ich will jetzt auch nicht mich darstellen als der krasse Überspieler oder so, weil das bin ich, denke ich, auch nicht. Aber halt einfach nur jemand mit sehr viel Erfahrung, so viel Erfahrung, dass ich ein normaler Spieler im Normalfall auch nicht hat, ja. Und deswegen ist meine Bewertung da immer so ein bisschen strenger. Und wenn man es jetzt anpasst, ich denke, es gibt genug Leute, die haben berechtigte Schwierigkeiten auch mit schwer, weil sie halt neu sind. Das ist auch völlig normal, klar, ne? Absolut logisch. Und insofern können meine LPs vielleicht auch ein bisschen helfen, ja. Da seht ihr dann mal, wie jemand halt spielt, der wirklich lange Fire Emblem schon spielt, klar. Ist immer ganz gut, denke ich, auch an sich. Dann siehst du auch beim Kanal an Challenges und so, was da schon alles gemacht wurde. Echt verrücktes Zeugs. Dann auch die härtesten gerade so, die es in Fire Emblem gibt, alles echt gut abgeschlossen soweit, ne? Das härteste habe ich jedenfalls hinter mir, was man in der Reihe so schaffen kann, aktuell. Von den offiziellen Sachen. Also, ja, ne? Das nur am Rande. Also fühlt euch da nicht eingeschüchtert, was weiß ich. Lernt dazu, ja? Habt Spaß daran. Ich sag's auch immer, Elitismus ist sowieso fehl am Platz. Das mag ich selbst nicht, ja? Denn wir sollten uns gegenseitig unterstützen, wir sollten davon lernen, ja. Egal, ob du jetzt ein krasser Core-Spieler bist oder der totale Casual, ja, der jetzt einfach mal Bock drauf hat, weil er hat gehört, ja, das ist eigentlich noch so ein Nintendo-Spiel, das eine Nintendo-Reihe, ist vielleicht ganz cool, die kannst du dir mal angucken, so, ne. Weil ich weiß, es ist immer ein Problem mit Elitismus bei vielen Bereichen und das kann sehr demotivierend sein, wenn du dann irgendwie an Leute gerätst, die halt die Erfahrung haben, aber einfach keinen Bock haben, dass irgendein Neuling dazu kommt, weil das ist hier überhaupt nicht so. Harmonie ist mein höchstes Ziel. Hier auf YouTube, ja. Es ist ein sehr Fire Emblem-orientierter Kanal, daraus mache ich ja kein Geheimnis. Meine absolut liebste Spielereihe. Und mir ist aber sehr wichtig, dass jeder gleich aufgenommen wird, ja. Und das mag ich gar nicht, wenn dann irgendwie Leute jemanden bashen, wenn er einfach nur neu ist und absolut nichts dafür kann.
Was anderes ist es, wenn jemand auf eine Meinung besteht, ja. Die einfach falsch ist. Und da felsenfest davon überzeugt ist und nicht davon wegkommt. Das ist dann sowas. Ja, ne, das ist dann klar, dass du dann Leute triggerst mit Erfahrung. Aber ja, gut. Na, ich glaube, das versteht er dann auch. Aber es war ganz schön krass auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß. Wollen wir das wirklich noch länger in die Länge ziehen? Ich weiß es nicht, weil wir sind ja quasi noch nicht durch. Wir werden jetzt dann bald einen neuen Run beginnen. Vielleicht ist eine kurze Pause dazwischen, denke ich, ist realistisch, ja. Einmal so ein bisschen runterkommen, mal ein bisschen Three Houses mal kurz ruhen lassen und dann kann das wieder anfangen mit dem nächsten Run. Das ist, denke ich, ganz okay, das so zu machen. Aber generell, die Beteiligung hat mir trotzdem an sich gut gefallen, weil ich habe gesehen, es wurden mehr Kommentare geschrieben als sonst. Das hat mich echt gefreut, muss ich sagen. Also nochmal ganz groß Lob an alle, die da wirklich fleißig waren, ja. Ich habe schon gemerkt, es gibt da wirklich Leute, die haben auch wirklich tagtäglich dann geschrieben. Da es mir nochmal besonders aufgefallen ist, ja, ich grüße an der Stelle jetzt mal Forte, weil ich glaube, Forte hat wirklich zu jedem Part was geschrieben. Und tatsächlich will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also nochmal danke auch für deinen Support speziell. Kannst dich geehrt fühlen, dass du jetzt hier auch extra erwähnt wirst in Quest. Habe ich, glaube ich, sonst noch nicht großartig gemacht, tatsächlich, aber sowas finde ich halt klasse, wenn es den Support gibt, weil das hilft mir auf YouTube ungemein, klar. Und ich will ja auch vor allem Leute darauf aufmerksam machen. Leider ist das halt heutzutage so mit Algorithmus und den ganzen Kram. Ich erwähne das nie aktiv, das mit Abonnier mal oder Like oder so ein Kram, das mache ich normal einfach nicht aktiv. Und ich finde es aber sehr schön, wenn sich halt Leute dann so engagieren, weil es hilft den Videos halt, dass sie trotzdem besser gefunden werden etc. Ist es halt leider so, es gibt halt diesen Effekt auf YouTube. Ich wünschte manchmal auch, es wäre ein bisschen anders, dass man einfach über die Suche so direkt einfach alles findet, was gut ist. Aber so funktioniert YouTube nun mal nicht. Und von daher ist mir der Support halt auch echt viel wert. Das betrifft aber auch genug andere. Also ihr könnt euch da geehrt fühlen, ne? Wie gesagt, hab einfach gesehen, da gibt es wirklich viele Leute, die sich da in den Kommentaren beteiligt haben. Es gab auch mal riesige Diskussionen, was wir so noch gar nicht hatten in der Kanalgeschichte, dass wirklich mal so richtig krasse, lange Diskussionen waren. Das hat mich sehr begeistert tatsächlich, auch wenn ich dann oft gar nicht mehr so sehr reingeguckt habe, weil halt eben die Spoiler wieder das Problem waren, leider. Da habe ich dann einfach geguckt, okay, es ist eine lange Diskussion, du skippst die jetzt lieber mal, beteiligst dich dann nicht, das ist zu gefährlich, das könnte deine Erfahrung beeinflussen. Und auch ein bisschen unfair, wenn man halt Dinge erwähnt gegenüber einem, die man halt nicht wissen kann, aktiv und davon ausgeht, dass ich das jetzt weiß, obwohl ich gerade meinen ersten Blindrun von einem Spiel gemacht habe. Da kannst du also nicht davon ausgehen, dass ich anderen Routen weiß, was da genau abgeht und so, ne? Das ist halt auch sowas. Das finde ich ein bisschen unfair. Aber egal, ich will das jetzt nicht, dass das so eine negative Endnote hat. Insgesamt super zufrieden. Es wird eine Review zu dem Spiel kommen. Und was ich dazu sagen kann, mit einem Kollegen habe ich das ausgemacht. Ja, also eine Review wird auf einem anderen Kanal landen. Das werde ich euch auch in der Box entsprechend zeigen. Da werde ich mal die schöne Kommentierfunktion da wieder nutzen. Ja, über die Pinnwand-Kommentare. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Einfach Beitrag erstellen auf YouTube. Alles klar. Jedenfalls gibt es ja immer die netten Beiträge. Werde ich das dann auch nochmal posten. Denn ein Kumpel von mir, der spielt Schwarze Adler. Und im Endeffekt wollen wir bei der Review auch, also er ist an sich jemand, der hat nur Echoes gespielt tatsächlich, ja. Das war sein Neueinstieg und das ist immer wunderbar, weil so, wir wollen dann unsere Meinungen so zusammentragen, weil er zum Beispiel auf Normal spielt und tatsächlich Probleme hatte jetzt, ne. Das habe ich so mitbekommen am Rande. Und dadurch sind das sehr unterschiedliche Eindrücke und das ist gerade bei einem Strategiespiel mega wichtig. Das ist sehr viel wert. Ich wollte auf keinen Fall eine Review einfach so jetzt raushauen, ja. Das heißt, ihr habt nur schon mal mindestens zwei Routeneindrücke und werden auch so ein bisschen das quasi abgleichen, ja. Was sagt ein Experte? Was sagt ein Newbie? Und wo sind so die Punkte, die jetzt besonders gut sind, besonders negativ? Wo überschneidet sich das gegebenenfalls? Und daraus wollen wir dann unser Endfazit quasi auch bilden. Das heißt, dass das halt eine richtig schöne Fire Emblem Review wird, die dem Spiel auch einfach, ihr Spiel auch einfach ehrt, versteht ihr? Weil bei so einem gigantischen Werk kannst du nicht einfach so aus ein paar Spielstunden eine Review machen oder so. Oder gerade mal eine Route abschließen und dann gleich eine Review machen. Das geht einfach nicht, das ist Bullshit. Und so früh, wie es da schon Reviews gab und so, könnt ihr sicher sein, die sind alle grob. Also die sind da garantiert nicht so ins Detail gegangen, da bin ich mir sicher. Aber das ist mega wichtig bei so einem Spiel. Meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne eure Meinung schreiben, ne? Alles klar. Tja, was machen wir zum Schlussfazit, nachdem ich das in ein paar Projekten auch schon mal gemacht habe?
nimm mal als Hashtag für alle, die jetzt bis hierhin gekommen sind, Lysithea OP, weil ich glaube, das fasst Golden Deer sehr gut zusammen, weil das ist meiner Meinung nach einer der stärksten Charaktere im ganzen Spiel. Komplett broken, meiner Meinung nach. Gibt ja immer so irgendwelche Chars, die besonders rausstechen. Sacred Stones zum Beispiel, unseren lieben Zeph, ja. Das ist immer ein ganz berühmtes Beispiel. Und das ist immer ein sehr gutes Beispiel. Passt auf jeden Fall. Machen wir das so. Und insofern sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Da geht's mit Schwarzen Adler weiter, aber ich mache ja eh alle Routen, also... Ja, jeder kommt irgendwo noch dran. Bin auch sehr gespannt bei Dimitri, klar. Aber aktuell will ich erstmal ein bisschen mehr über Edelgard an sich erfahren, wie es anders hätte laufen können. Weil ich auch gerade sehr kritisch ihr gegenüber war, ist das natürlich wichtig. Ja? Und da werden wir auch von einem neutralen Standpunkt aus anfangen, ja, und so systematisch das dann durchgehen, ja, wie sich alles entwickelt. Da werde ich auch kritisch bleiben wie ihr und je, ja, aber es ist normal bei mir. Ich werde nichts schöner reden, was ich nicht gutheißen kann. Das widerstrebt mir. Das darf auch jeder genauso kritisch sein, das ist auch wichtig, ja. Läuft da keiner Masse hinterher oder so und bildet euch eure kritische Meinung und hinterfragt vielleicht auch euch selbst sogar in einem Spiel. Ich glaube sogar, das Spiel will das an manchen Stellen, dass man sich selbst wieder auch wieder ein bisschen hinterfragt, wenn man sich für eine Route entschieden hat und einfach nochmal so im Kopf alles durchspielt, was ist da jetzt eigentlich gerade alles abgelaufen und kann ich das wirklich alles so gut heißen oder nicht? Ich glaube, das Spiel ist da sehr geschickt, was das betrifft, habe ich so den Eindruck, aber es werden wir noch sehen, wenn wir die anderen Routen spielen. Genug davon, der Part ist gigantisch, aber das ist normal für einen Finalpart, wie immer. Kennt man von mir, ist man einfach gewohnt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, wie gesagt, bis bald.